Hallihallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch in Österreich und der Schweiz. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute habe ich euch ein Mediabook aus dem Hause Illusions mitgebracht, das seit dem, ich will nicht lügen, seit dem 22. September 2021 im Fachhandel erhältlich ist, allerdings nur als Import, denn es handelt sich hierbei um eine Österreich-Veröffentlichung. Und was wird hier veröffentlicht? Die Blood Trilogy von Herschel Gordon Lewis, dem Godfather of Gore, dem König des Splatterfilms. Hier sind die ersten drei Splatterfilme der Filmgeschichte drin. Ja, ich weiß, es gab schon früher welche, aber das hier sind so, da kann man sagen, das sind so die allerersten. So, und was ist das? Es ist einmal Blood Feast von 1963, da haben wir hier. Ist ein bisschen durcheinander geworfen hier. Dann haben wir 2000 Maniacs aus dem Jahr 1964 und Color Me Blood Red. Hier mit Brüsten, deswegen ein bisschen verpixelt. Aus dem Jahr 1965. So, alle drei Filme haben selbstverständlich eine deutsche Tonspur und sind ungeschnitten hier drin. So, dann gibt es einmal dieses Mediabook, das ist auf 444 Stück limitiert. Das ist Cover A. Und dann gibt es auch noch Cover B, das hat nur 222 Stück. Und wenn ihr jetzt mal rechnet, dann kommt ihr drauf, es sind 666 Stück. So viel zur Zahlenmythologie. Ja, das Mediabook, wir schauen es uns jetzt mal in Ruhe an. Dazu packen wir es aus. Wir sehen kein FSK-Siegel, ist klar, weil es handelt sich ja hier um ein Import. Und ja, da muss man keine deutsche FSK draufpacken. Abgesehen davon sind diese Filme in Deutschland auch indiziert. Und deswegen ja, ist es so ein bisschen problematisch mit der Veröffentlichung. So, wir schauen uns jetzt mal hier vorne die Artworks an. Und da muss ich sagen, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist toll gemacht, schön gezeichnet. Und ja, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, warum man das durcheinander gebracht hat. Man hätte es ja auch in die richtige Reihenfolge bringen können, aber gut, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau. Da wollen wir mal nicht so sein. So, auf dem Spine steht einfach nur schlicht Blood Trilogy, hier oben das Logo von Illusions. Und hier nochmal die, was haben wir hier? Ja, nochmal, ja, ich kriege das auch scharf, genau. Und die Bestellnummer. Auf der Rückseite haben wir dann eine kurze Inhaltsangabe zu den jeweiligen Filmen. Hier Blood Feast, Klassiker, wurde auch vor einiger Zeit neu verfilmt von, ich glaube, Marcel Walz war das. Dann haben wir hier 2000 Maniacs, auch der wurde neu verfilmt mit Robert Englund in der Titelrolle. Alle 2000 Verrückte spielt er in einer der Hauptrollen. Und hier Color Me Blood Red, da muss ich sagen, den kenne ich nur vom Namen her, da kann ich nichts zu sagen. So, und dann haben wir außerdem noch hier The Godfather of Gore als Bonusdisc mit drin. Alleine dafür lohnt es sich, das Ganze zu erwerben. So, dann haben wir hier hinten natürlich den Aufkleber Promo. Ihr hättet hier natürlich eine Limitierungsnummer drauf, aber bei mir ist das nicht so. Dann haben wir hier einmal die Produktspezifikationen und die Copyright-Hinweise und dann können wir uns das Ganze auch schon von innen ansehen. Was einem direkt auffällt, ist, dass dass dieses Mediabook verdammt gut verarbeitet ist. Es hat diese matte Oberfläche und es liegt unheimlich gut in der Hand. Es fühlt sich toll an. Ihr wisst, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sag ich das. Aber hier muss ich sagen, ich bin echt sehr, sehr zufrieden. So, vorne haben wir, ja, was ist das? Blood Feast, natürlich, Blood Feast, hier Ramses. Dann haben wir hinten drin Color Me Blood Red. Ist ja toll gemacht, ja gut, sie wäre eh nicht nackt. Und 2000 Maniacs, leider liegen die schon hier drin. Ich kann das jetzt nicht erklären, ist so ein bisschen vielleicht auf dem Transportweg ein bisschen durchgerüttelt worden. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Die Discs lagen hier jetzt lose drin. Das sind hier diese Klemmhaltungen, die halten eigentlich ziemlich gut, sofern sie intakt sind. Und jetzt schauen wir uns mal den Innendruck an. Den finde ich auch ganz toll. Hier so ein paar Werbeplakate von früher.
Das macht richtig was her. Man sieht direkt hier, das ist Grindhouse pur, grindig, dreckig, blutig, einfach nur cool, aber trotzdem qualitativ sehr, sehr gut gemacht. So, dann haben wir hier das Booklet, das ist vernäht. Das ist schon mal ein weiterer Pluspunkt für mich. Ich denke, das sehen viele Sammler von Mediabooks ähnlich. Hier ist auch kaum Bewegung drin, das ist also auch gut verarbeitet, richtig stabil, macht also ordentlich was her. So, ich lege die mal wieder hier rein und dann schauen wir uns mal den Buchteil an. Hier ist er übrigens, Herschel Gordon Lewis, der Meister himself. Und das Papier des Booklets ist auch sehr, sehr gut. Also es ist dickes Papier, glänzt für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen zu viel, aber macht auf jeden Fall schon mal einen sehr guten Eindruck. Ein weiterer guter Eindruck, der hoffentlich nicht zunichte gemacht wird. Nein, scheinbar nicht. Es ist hier wirklich Text drin und weniger Bilder aus den Filmen. Ich bin da ja immer so ein bisschen kritisch. Also wenn da so Bilder aus dem Film drin sind, die brauche ich ja eigentlich nicht, weil wenn ich mir einen Film angucke, dann muss ich mir nicht noch die Bilder im Booklet angucken. Hier haben wir aber tatsächlich nur Text und davon reichlich. So, ja gut, hier, das lasse ich mir jetzt gefallen. Das ist in Ordnung. So, ich schaue jetzt mal groß hier drüber. Erschwingliche Marketingkampagne, unbezahlter Effekt. Also das scheint auch ein Text zu sein. Ich kann dazu jetzt natürlich noch nicht viel sagen, weil ich habe den Text ja nicht gelesen. Ich habe es ja gerade ausgepackt. Aber das scheint auf jeden Fall auch ein informativer Text zu sein, der nicht einfach nur irgendwelche Sachen von Wikipedia rüber kopiert, sondern wirklich ein bisschen was an Hintergrundinformationen bietet. Und wie gesagt, sehr, sehr gutes Papier. Und alles in allem muss ich sagen, wirklich ein ganz tolles Produkt. Gefällt mir ausgezeichnet. Ganz davon abgesehen, dass ich die Filme schon sehr, sehr lange in der Sammlung haben wollte. Gerade 2000 Maniacs, den hatte ich, den gab es schon einzeln im Mediabook, den hatte ich immer wieder mal in der Hand, hat mir aber nicht so gefallen. Jetzt habe ich alle drei in einer schönen Box und ich muss sagen, diese Box ist auch richtig toll gemacht. Ja, ja. So, das war's dann auch schon mit meiner kurzen Vorstellung der Blood-Trilogie von Illusions. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal drunter schreiben, wie ihr die Filme findet, ob ihr überhaupt einen Bezug zu solchen Filmen habt oder ob das eher nichts für euch ist. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder und wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, seid schlau, schaut blau, wobei in dem Fall vielleicht besser, schaut rot. Bis tot? Ich weiß es nicht, hab mir da nichts überlegt. Kam jetzt spontan, ist blöd, aber ich lasse es trotzdem drin. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael Speyer.